A wonderful good morning. Ja, jetzt habe ich gerade aus dem Hostel ausgecheckt und ein richtig geiles Frühstück gehabt. Muss schon mal so sagen. Und es will gerade mega am Abhetzen, weil ich ein bisschen mich nur verquatscht habe mit so einem Holländer im Frühstück. Und jetzt muss ich um 10 muss ich an dem. Boah, leckisch hier, was los? Ey. Muss ich hier an dem Busding sein, weil ich gehe heute nach Seminyak. Und ja, ich hoffe, dass ich den jetzt noch kriege, weil es ist kurz vor knapp und ich muss noch echt kauen und Meter laufen. Ja, ich habe es jetzt geschafft. Ich sitze jetzt im Bus. Jetzt geht's ab nach Seminyak. So, mittlerweile bin ich jetzt in Seminyak, im Bus ankommen und jetzt laufe ich mal zum Hostel, ist ein Stückchen weg noch von der Bushaltestelle. Und ja, das Problem hier ist jetzt schon wieder das gleiche Spiel wie in Kutai, hier sind jetzt schon wieder 100 Leute, die was aufquatschen wollen. Beziehungsweise einfach die Taxifahrer, wo ich permanent, also nicht in Ruhe lassen, sagen ja wohin, hin und her und dann laufen sie dir ewig hinterher, richtig nervig. Ein paar Meter weiter, gleiches Spiel wieder. Ey, mittlerweile, mir geht so gerade so richtig auf den Piss. Die kannst du einfach nur ignorieren, die Leute. Können wir freundlich Nein sagen, hilft hier scheinbar ein Seminyak nix. Ja, mittlerweile bin ich jetzt im Hostel ankommen. Und ja, jetzt haben wir jetzt ausgesucht, weil da ist nämlich die Steffi, die ich auf am Ehen kennengelernt habe und mit. Ja, chill ich jetzt ein paar Tage. Geil, Steffi? Sag ja, halt hier. Ja, und ja, wir wollen nur Tana Load anschauen und so. Und ja, jetzt habe ich nur ein bisschen im Hostel gerade am Vlog weitergemacht und jetzt suchen wir was zum Essen. Seminyak Beach, der ist richtig geil. Schau dir das mal an hier. Jetzt richtig flach rein und Sonne scheint. Geil Urlaub. Mittlerweile sind wir jetzt schon wieder zurück vom Strand. Jetzt sind ein paar Stunden vergangen. Und ja, jetzt sitze ich hier und mache nur das Video fertig. Und nachher gehe ich mit der Steffi und der Brit, das ist so eine Holländerin, die wir auch kennengelernt haben, nur zum Essen. Sonst passiert heute nicht mehr viel. Und dann können wir geht's morgen weiter. Morgen machen wir eine kleine Tour, die Steffi und ich. Und ja, bis dann. A wonderful good morning. Ja, die Steffi und ich, wir sind jetzt gerade schon am Uluwatu-Tempel. Wir haben uns jetzt einen Roller gemietet und sind jetzt eine Stunde in der Gegend rumgefahren. Und jetzt sind wir hier mal und schauen uns das Ganze mal an. Wir sind jetzt hier schon eine Weile unterwegs. Das ist relativ weitläufig, das Gebiet, aber es sieht schon ganz gut aus, die Klippen und alles. Oder was, Steffi, was sagst du dazu? Alles super.
einer Polizeikontrolle und Anlauf Nummer 3 haben wir es jetzt endlich an den Strand geschafft. Einen geilen, glaube ich. Mal auschecken hier. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus, Leute. Kann man schon lassen. Aber wenn wir jetzt erstmal kurz abkühlen, weil hier ist jetzt gefühlt 40 Grad oder so richtig krass, dann geht unsere Reise nachher weiter, noch was essen, dann gehen wir nach Tanalot noch. Jetzt haben wir uns abgekühlt und sind jetzt schon ganz schön viel rumgefahren, waren nur beim Essen und jetzt sind wir in Tanalot, das ist ja weiter oberhalb von Den Passar halt und ja, schön hier beim Rollerfahren Birne verbrannt. Jetzt schauen wir uns da den Tanalot-Tempel mal an, aber hier ist mega touristisch. Schauen wir mal, wie viele Leute rumlaufen, nicht mehr normal und ja, schauen wir mal. Und keine Ahnung warum, aber die fahren hier übelst auf die Ralph Lauren Sachen ab. Überall, sogar hier in dem Tempelgebiet gibt es einen Shop, also verrückt, die Indonesier. Und das ist jetzt der berühmte Wassertempel hier. Normalerweise hat es hier überall Wasser, aber jetzt ist gerade Ebbe und jetzt können die Leute rüberlaufen und schauen mal, was hier los ist. Ist nicht mehr feierlich. Total überlaufen mit Touristen, richtig doof. Ja, ich werde hier gleich Stütze von irgendeiner benutzt. Und ja, aber wenigstens hier hin, das sieht gleich ganz gut aus, auch viel zu viele Leute. So, mittlerweile sind wir jetzt nach dem gelungenen Essen und einem geilen Frozen Joghurt wieder im Hostel. Und wir haben uns hier, also ich zumindest, mir voll die Rübe verbrannt. Beim Rollerfahren heute auch war ein cooler Tag, wieder eine gute Rundreise gemacht. Ja, mehr gibt's nicht zum Sagen, deswegen ist heute für heute schon wieder Schluss. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao!